Ja, Momo Leute, euer Sero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ah, The Outer Worlds ist draußen und ich konnte es erst jetzt installieren und spielen, weil ich keine Zeit hatte und jetzt ist es endlich soweit. Und ich habe mich ein bisschen informiert und zwar dieses Spiel hat keine deutsche Audioausgabe, nur deutsche Untertitel. Wen stört, habt ihr Pech. Zum Zweiten, dieses Spiel sollte man nicht auf normal spielen, sondern auf ein bisschen schwerer, wenn man ein bisschen Spaß haben will. Und das werden wir auch machen. So, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Outer Worlds, von den Machern von Fallout New Vegas. Deswegen freue ich mich auch tierisch drauf. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, lassen uns überraschen, was uns hier erwartet. Und wir spielen natürlich auf hart. Albtraum ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Wir gucken uns erstmal an, was gibt's denn hier? Spaziergang. Entscheide dich für diesen Schwierigkeitsgrad, wenn dir die Story wichtiger als die Kämpfe sind. Auf dem Schwierigkeitsgrad Spaziergang haben deine Gegner weniger Leben und verursachen weniger Schaden. Normal. Das ist der empfohlene Schwierigkeitsgrad für den ersten Spieldurchgang. Auf dem Schwierigkeitsgrad normal bleiben Leben und Schaden der Gegner unverändert. Hart. Dieser Schwierigkeitsgrad ist für Spieler gedacht, die eine Herausforderung suchen. Auf dem Schwierigkeitsgrad Hart haben Gegner mehr Leben und verursachen mehr Schaden. Albtraum. Albtraum ist der höchste Schwierigkeitsgrad und kann nur am Anfang eines neuen Spiels ausgewählt werden. Nur erfahrene Spieler sollten sich daran wagen. Auf diesem Schwierigkeitsgrad werden dem Spiel zusätzlich Herausforderungen hinzugefügt. Wenn du den Schwierigkeitsgrad bei Albtraum heruntersetzt, kannst du ihn nicht wieder hochsetzen. Gegner haben mehr Leben und verursachen mehr Schaden. Du musst essen, trinken und schlafen, um zu überleben. Begleiter können wirklich sterben. Verkrüppelte Körperteile können nur durch Bettruhe geheilt werden. Waffen und Rüstung sind bei aufgebrauchter Haltbarkeit praktisch nutzlos. Du kannst nur zu deinem Schiff schnell reisen. Du kannst nur auf deinem Schiff schlafen. Du kannst nur auf deinem Schiff manuell speichern und es wird nur in begrenzter Umfang automatisch gespeichert. Ich würde das so gerne machen. Wir haben ja schon in Fallout New Vegas haben wir auf dem Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich weiß es nicht. Ich würde es so gerne tun. Ich würde es so gerne tun. Oh Gott. Aber ich weiß halt nicht, wie das Spiel ist. Ich weiß nicht, ob es dann unspielbar wird für mich. Ah, Scheiße. Was soll ich machen? Weil du musst essen, trinken und schlafen, um zu überleben, hört sich echt gut an. Ich hab's getan. Oh Gott, ich hab's getan. Und die Frage ist, warte, Moment. Du kannst nur auf deinem Schiff manuell speichern. Scheiß drauf. Scheiß drauf, wir machen's. Wir machen's, Leute. Wir machen's. Ich gebe mir Scheiß jetzt drauf. So. Ha. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Technik.
Und ich wette, in einer dieser Kühe kann man stecken Bier. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever. Just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Und jetzt holt er uns raus wahrscheinlich, ne? So. Zeit, unseren Charakter herzustellen. So, Stärke beeinflusst den Schaden von Nahkampfwaffen und deine maximale Traglast. Betroffene Fähigkeiten, Einhand-Nahkampf, Zweihand-Nahkampfwaffen, schwere Waffen, Blocken, Inspiration, Einschüchtern. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit beeinflusst das Angriffstempo von Nahkampfwaffen und die Nachladegeschwindigkeit von Fernkampfwaffen. Betroffene Fähigkeiten, Einhand-Nahkampfwaffen, Handfeuerwaffe, Ausweichen, Blocken, Schleichen, Schlossknacken. Er ist mir ganz klar 2 Punkte rein. Also, ihr wisst, wie das endet bei mir. Wir machen den Schurken. Wir machen verdammten Schurken. Intelligenz beeinflusst den Bonus von kritischen Treffern. Betroffene Fähigkeiten, Langwaffen, Überzeugen, Hacken, Medizin, Wissenschaft, Entschlossenheit. Wahrnehmung beeinflusst den Bonusschaden von Kopf- und Schwachstellentreffer. Yeah. Ich habe nicht genug Punkte. They must have been feeding you Spacer's choice rations. Must remember not to sneeze near you. Oh, ich setze die Stärke runter. Und er sagt, oh, sollte beachten, nicht in der Nähe zu niesen. Ich sonst umfall. Ah. Persönlichkeit, Charisma, wirkt sich auf deinen Ruf bei Fraktionen und die Fähigkeitsabklingzeit deiner Begleiter aus. Betroffene Fähigkeiten überzeugen, lügen, einschüchtern, hacken, Wissenschaft, Inspiration. Da würde ich ehrlich gesagt auch gerne reintun. Geisteshaltung verbessert deine natürliche Lebensregeneration. Betroffene Fähigkeiten, Zweihand, Nahkampfwaffen, Lügen, Schleichen, Medizin. Also das Einzige, was mich jetzt nicht betrifft, ist Stärke eigentlich. Rather anemic, but at least you'll fit in. Unterdurchschnittlich. Let's just hope you're handy with a gun. Was sagt er beim anderen? Two left feet, huh? No matter, bored outlawed dancing years ago. Was sagt der Intelligenz? You're a few stars short of a constellation. Kritischer Schaden wird drastisch reduziert. Worte schwierig, denken doof. Dumme Dialogoption bestellt. Kritischer Schaden, ich brauche den kritischen Schaden, der ist ganz wichtig. Hier kriegen wir Angriffsgeschwindigkeit mit Nahkampfwaffen und Nachladegeschwindigkeit für Fernkampfwaffen. Da sollten wir einen reinmachen und ein Charisma ein. Ich denke, dann haben wir das. Bei Lebensregeneration, ja, komm. Bei Lügen ist mir schon wichtig. Ich will lügen. Okay. Weiter. Fähigkeiten, also. Tarnung, Führung. Oh Gott, hier gibt's so viel. So viel. Also, Nahkampf. Nahkampffähigkeiten verbessern die Chance auf kritische Treffer mit Handwaffen. Jeder Punkt bei Nahkampf erhöht die Fähigkeit, Einhand-Nahkampfwaffen und Zweihand-Nahkampfwaffen bis zum Maximum von 50 Punkten. Also ich drücke hier drauf und dann verbessert sich das, ja. So, es ist nichts für uns. Anscheinend kann man das noch weiter ausbilden. Fernkampffähigkeiten verbessern das Fadenkreuzschwanken und die Chance auf kritische Treffer bei Fernkampfwaffen. Jeder Punkt bei Fernkampf erhöht die Fähigkeit, Handfeuerwaffen, Langwaffen und schwere Waffen bis zu einem Maximum von 50 Punkten. Ab 50 kannst du dich spezialisieren und Punkte direkt auf Handfeuerwaffen, Langwaffen und schwere Waffen verteilen. Okay. Wo sind wir schon dran? Verteidigungsfähigkeiten erleichtern es dir, Schaden zu vermeiden. Jeder Punkt bei Verteidigung erhöht die Fähigkeit Ausweichen und Blocken bis zum Maximum von 50. Ja, Ausweichen hört sich auch ganz gut an. Dialog. Dialogfähigkeiten verbessern deine Optionen, mit NSCs zu sprechen. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kämpfe. Jeder Punkt bei Dialog erhöht die Fähigkeit Überzeugen, Lügen und Einschüchtern bis zum Maximum von 50 Punkten. Ab 50 Punkten kannst du dich spezialisieren und hast du dich gesehen. Tarnung.
You had a hand in everyone's pocket. Ja. Tarnungsfähigkeiten erleichtern es dir, Sicherheitseinrichtungen zu umgehen oder zu überlisten. Jeder Punkt bei Tarnung erhöht die Fähigkeit Schleichen, Hacken und Schloss knacken. Tech. Tech-Fähigkeiten verbessern dein Wissen über Körper, Werkzeuge und das Universum. Jeder Punkt bei Tech erhöht die Fähigkeit Medizin, Technik und Wissenschaft. Führung. Also gut, wir werden also bei Tarnung und Fernkampf bleiben. You are going to paint the system red, my friend. Ja, das werde ich tun. So, Begabung. Okay. Keine erkennbare Befähigung. You're so much more than your designated profession. Keine erkennbare Befähigung. Kolonist. Klang schon wie ein netter Startberuf für eine Person mit deinen Fähigkeiten. Die kosmische Grenze zu besiedeln ist ja wohl schon Herausforderung genug, ohne sich über Lohnarbeit Gedanken zu machen. Immerhin kannst du dir den Rest deines Lebens überlegen, wie du dich in Halcyon nützlich machen wirst. Also quasi arbeitslos, nutzlos. Getränkebereitstellungstechniker. Aha, Entschlossenheit, was auch immer Entschlossenheit ist. Die Halizigon-Klonie braucht gute Leute. Und Leute, die gute Leute einen guten Drink mixen können. Als menschlicher Cocktailmixer kannst du schon Gebräue geschaffen. Was? Achso, hast du schon Gebräue geschaffen, die Kriege beenden und Sprungantriebe Antrieb machen können. Trotzdem bist du noch auf der Suche nach dem perfekten Geschmack für einen Old Fashioned. Getränkeeffekt dauert 3%. Know how to mix a zero G? Das Universum arbeitet auf der Basis von Naturgesetzen und Gesetze brauchen Papierkram. Halcyon ist keine Ausnahme. Dinge, die nicht gestempelt, abgeheftet, ausgeheftet, referenziert, zensiert, zertifiziert, indiziert und nummeriert wurden, existieren doch gar nicht wirklich. Das gilt auch für Geburtsurkunden. Blocken. Was sagt er? Ah, pencil pushing. A noble profession. Sehr nobel. Keine Transaktion endet ohne ein Lächeln. Du lebst für das Ka-Ching eines richtig herum eingehenden Bit-Moduls, der Einlösung von Treuepunkten und dem Versprechen eines guten Tags. Schönen Tag noch, komm bald wieder, sind mehr als leere Worte. Sie sind ein Versprechen, eine Standarte, die du in die Grenzregion tragen wirst. Überzeugen plus eins. I can be reasonably sure you know how to add and subtract. Das habe ich nicht verstanden. Entgegen üblicher Ansichten ist Kabelverwaltung eine Kunstform. Eine korrekt in einen Kabelkanal eingelegte Verdrahtung, die den Luftfluss maximiert. Lässt dich vor Erleichterung aufseufzen. Kolonisten müssen sich nicht um die Bypässe und Isolierbandbasteleien kümmern, die den Strom am Fließen halten. Diese Bürde lastet auf deinen Schultern. Schockschaden erhalten, minus 3. I hear Edgewater needs an electrician. Ein guter Aufzug geht auf und zu. Und auf und ab. Wer das nicht weiß, ist nicht würdig, das Abzeichen zu tragen. Da, wo du herkommst, heißt es, etwas Spezialist zu sein. Es ist eine Hingabe an vertikalen Mobilität, die man nicht mit einem Preisschild versehen kann. Technik plus 1, das gefällt mir. This colony does love its elevators. Fabrikantenarbeiter. Sicherheit und Effizienz gehen nicht Hand in Hand. Deshalb hatten so viele deiner Mitarbeiter in der Fabrik Amputationen. Du warst lang genug in den Schützengräben der Fertigung unterwegs, um zu wissen, wann die Hydraulikpresse Fingerfritten machen will. Zum Glück hast du eher aus dem Unglück anderer gelernt. Ausweichen plus 1 ist auch nicht schlecht. You must have had a vivid imagination. Bauerin. Gekommen bist du zu der Arbeit wegen der Pflaumen. Geblieben bist du wegen des Pflügens. Pflanzen und Pflügens. Wenn du am Abend noch sauer bist, ist es keine ehrliche Arbeit. Würmer brauchen gute Erde und Essen brauchen gute Würmer. Die besten Erdaufbereiter können die Zeichen ihrer Würmer genau deuten. Endstrahlschaden. Alles klar. Ah,
a real salt of the earth type. Manchmal bedeutet Qualitätskontrolle, also Nährzusatzstofftesterin. Manchmal bedeutet Qualitätskontrolle, den besten Board-Smoothie aller Zeiten zu küren. Meistens bedeutet es, Giftstoffe zu schlucken, bis man eine Kombination findet, die nicht wieder hochkommt. Du magst gute Überraschungen und jetzt, wo deine Magenschleimhaut die Konsistenz von Sattelleder hat, kannst du wunderbar deine kulinarischen Grenzen austesten. Nahrungseffekt dauert 3%. Du verbringst deine Abende damit, mit einer Flasche Säurereiniger und einem Wischtuch über unheilvollen Flecken zu knien. Wie das Blut dahin kam, ist unwichtig. Nachzufragen wäre über deine Gehaltsklasse und deiner Würde. Du bist ein Genie der Auslöschung. Wenn du deinen Job richtig machst, wird es niemand je merken. Das hört sich zwar nach mir an, aber Korrosionsschaden allein minus 3%. I'm about to save you from a lifetime of cleaning our latrines. Ja, Latrinenputzer. Super. Achso, das war übrigens der Hausmeister. Wurfball-Team-Maskottchen. Im ganzen Kosmos gibt es keine Probleme, das sich mit dem Teamgeist und einem großen Schläger lösen lässt. Seit deiner Kopfverletzung auf dem Feld bist du extra freudig und ein aufsteigender Stern am Himmel der Profi-Maskottchen. Dass keiner dein Gesicht unter der Maske kennt, spielt keine Rolle. Dein Ruhm ist der Ruhm des Teams. Inspiration. No one can see you cry inside of a mascot suit. Ja, das stimmt wohl. Junior Medizintechniker. Bevor du die Erde verlassen hast, hast du dir das Vertrauen der berühmtesten Juniorärzte verdient, die dich damit betraut haben, Wattebäusche in Pillendosen zu stopfen. Deine Joberfahrung hat dich gelehrt, dass das Erkennen von Krankheiten gar nicht so viel formelle Ausbildung braucht, wenn ein Suchtterminal und etwas Fantasie verfügbar sind. Medizin plus 1. Junior Grade. Oh, Morphine Dispenser. Das sind alles so billige Berufe, ne? Also nichts Episches. Sicherheitsinspektor. Du weißt, dass die Sicherheit der Konzernprofite mehr Schutz braucht als die der Mitarbeiter. Geländer kosten Bits. Thermale Abschirmung muss ständig ersetzt werden. Und verlässlich schließende Luken sind eigentlich Luxus. Dank dir wird jede Einsparung genutzt, wenn nicht gerade eine Aussparung zielführender wäre. Es gibt schließlich keine Fehler, nur glückliche kleine Unfälle. Aber Plasmaschaden minus 3%, wo? Das hört sich zwar jetzt gierig an, das hört sich an wie ich, aber Plasmaschaden erhalten minus 3, ich weiß nicht. There's an archaic profession, like town crier or civil defender. Wissenschaftlicher Assistent Stufe 0, Klasse A. Du hast genug Reagenzgläser gereinigt, um instinktiv zu wissen, womit und weshalb sie befüllt werden. Vielleicht war das Aufräumen hinter fehlgeschlagenen Experimenten nicht der Grund, warum du in die Wissenschaft gegangen bist. Aber es ist Teil des Jobs. Und auch wenn du die Geschehnisse im Labor nicht mehr aus dem Gedächtnis bekommst, sind deine Albträume immerhin viel kreativer als die von normalen Leuten. Wissenschaft plus 1. Class A. Oh, right. Test Subject. Klasse A. Oh, Test Subject. Unter Sous-Chefin? Hierarchie einer modernen Küche ist eine Leiter mit vielen Sprossen. Deine Rolle als Assistent des zweiten Junior-Hilfskochs mag nicht die glamouröseste sein, aber das Entleeren von Fritteusen und die Rettung der Bratensoße sind wichtige Tätigkeiten. Sicher ist deine Beförderung zum Geflügelinspektor nur noch ein paar Jahre entfernt. Was sind das für billige Jobs? Einhand-Nahkampfwaffen plus 1. Wir gehen mal auf Technik. You poor thing. Made to listen to that dreadful music all day. Ja, wir sind männlich. Jetzt geht's zum Feinschliff, Leute. Jetzt geht's zum Feinschliff. Keine Ahnung. Also ich muss sagen, so das Aussehen des Charakters, den man eh nicht sieht. Keine Ahnung, wir werden das trotzdem machen. Ich habe jetzt einmal kurz das Gesicht geformt und die Augen, ne?
Ein paar auffällige Augen. Ich sehe zwar aus wie ein Android, aber naja. Was ist das denn für eine Friese? Junge. Vor allem, wo ist die Stirn? Was ist denn das für eine Stirn? Damit kann ich jemanden das Auge ausstechen. Braun? Okay, das sind die Braun. Junge. Kannst zwar die Brauen, die Größe und so weiter verändern, aber die Augenbrauen an sich kannst du nicht verändern. Also es ist... Der Charaktereditor ist jetzt nicht so umfangreich, wie man es hätte vermuten können. Man hat hier zwar jede Menge Optionen, aber diese Optionen sind nicht wirklich viele, so wie die Frisuren. Es gibt natürlich mehr weibliche als männliche anscheinend. Das kommt meinem wohl am nächsten. Ah, so viele Haare habe ich nicht. Der verrückte Wissenschaftler. Ah komm, nehmen wir den. Das kommt mir wohl am nahesten. Die Haarfarbe. Was machen wir denn da so Schönes? Ja, da gibt es auch nicht viele Varianten. Irgendwie ist alles andere trotzdem schwarz. Seltsam. Aber wenn meine Augen schon grün sind, dann sollten meine Haare auch schon irgendwo diesen Grünstich haben. So, die Brauen. Oh, doch hier. Jetzt kann man die Brauen ändern. Monobraue. Es gibt so viele Monobrauen. Wer macht denn sowas? Ich glaube, ich gucke mich nicht so oft im Spiegel an, aber ich glaube, das sind meine Augenbrauen. Gesichtsbehaarung. Jetzt geht's los. Naja. Ja, nee. Das Problem bei Spielen ist, mein Bart gibt es nicht so oft. Ich hab nur Unterkinnbart und an den Seiten. Aber das gibt's nicht. Das gibt's nie. Ich bin immer der arme Trottel, der sowas nicht kriegt. Vor allem gibt's doch... Das ist das Einzige, was mir nahe kommt. Ich will aber den Schnauzer weg haben. Ja, machen wir halt einen Bartschatten. Oh, Bartfarbe, ja gut, das bringt bei Bartschatten nicht viel. So, Schminke, was haben wir denn so Schönes? Ich kann mich schminken. Oh, das ist wunderschön. Wie das glitzert. Ey, weiß er nicht. Als Frau würde ich hier, glaube ich, auch nichts nehmen. Verstrahlt. Erkältet. Oh, Blut aus der Nase. Ich glaube, das nehme ich. Oh, komplett verprügelt. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, ich bin jetzt kein Krieger. Es sei denn, ich mache den hier. Aber ich kann die Farbe der Schminke nicht ändern. WTF. Wir machen nur Blut aus der Nase. Und Dreck im Gesicht, damit wir... als Schurke gut getarnt sind. Narben. Ich weiß nicht, ich bin eingefroren. Ich glaube nicht, dass es mir so schlecht geht. Alter. Na gut, ich bin mittleren Alters. Na gut, 30. Ich bin in der Frührente. So, okay. Name, wie heißt du? Ich heiße Zero. Hey, hallo? Ja. So. Aha. Azero reicht endlich. Okay. Wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Zusammenfassung. So. Das ist also unser Charakter. Damit müssen wir jetzt klarkommen, die nächsten Folgen. Und bevor wir auf weitergehen, muss ich leider sagen, das war die Charakterstellung, sozusagen Folge 0. Wir sehen uns morgen dann zur ersten richtigen Folge, wenn es richtig knackig losgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.